Willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video erzähle ich euch von meinen ersten Malen. Und nein, für alle unter euch, die den Titel gelesen haben und gedacht haben, es geht hier um etwas Sexuelles, alle ihr Perverslingen, ihr könnt jetzt auf X klicken und euch andere Videos auf anderen Plattformen anschauen, aber nicht auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich nämlich einen Tag machen, der sehr oft angefragt worden ist. Und ich habe diesen Tag bei so vielen YouTubern gesehen, von Pointless Work zu Zoella, zu Tara Oakley, zu tausenden anderen. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, dieser Tag macht so viel Spaß, weil ich bin selber daran interessiert, meinen ersten Tweet vorzulesen, mein erstes Video nachzuforschen, und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich werde euch diesen Tag beantworten, dann lernt ihr mich kennen und es ist irgendwie ein ganz lustiger Tag, ihr könnt den gerne alle machen, dann nennt sich mein erstes Mal oder auf Englisch my first time, und ja, viel Spaß bei diesem Video. Erstes Wort. Für mein erstes Wort muss ich erstmal meine Mutter anrufen, weil ich nämlich keine Ahnung habe, was mein allererstes Wort gewesen ist, und ich möchte jetzt nicht einer derjenigen sein, die einfach nur sagen, mein allererstes Wort ist. Deswegen rufen wir meine Mami da an. Hallo. Hallo, wie geht's? Gut und selbst? Gut, schau mal. Ich drehe gerade ein Video und ich habe eine Frage an dich. Gerade eben live im Video. Und zwar muss ich mein das allererste Wort wissen, was ich als Kind gesagt habe. Ich habe erstmal Mama. Mama? Ja. Okay, danke. Ich rufe dich später an. Tschüss. Also mein allererstes Wort als Kind war Mama, so wie sie es ausgesprochen hat. Erster Kuss. Mein erster Kuss war sehr trocken. Und den hatte ich mit meiner ersten Freundin. Kurz bevor ich sie rausgeworfen habe aus meinem Auto. Also wir waren kurz davor, uns zu verabschieden. Und wir haben uns halt gedatet etc. Und sie hat gesagt, Sammy, mir fehlt etwas, was unsere Beziehung wirklich zu einer Beziehung macht. Ohne Witz, ich hab sie einfach gepackt und gesagt, tschüss, und dann bin ich weggefahren. War auf jeden Fall sehr komisch. Wie war euer erster Kuss? Könnt ihr mir gerne sagen. Erster Job! Mein erster Job war es, Zeitungen auszutragen, und ich habe im Winter Zeitungen ausgetragen, wurde voller Matsch, war sehr oft krank, aber es war eine Erfahrung wert. Und ich habe immer, damit ich immer die Zeitungen irgendwie wegkriege, habe ich sie auch reingemacht, wo Werbung Nein Danke drauf stand. Erste Angst? Meine allererste Angst, an die ich mich erinnern kann, ist, als ich zum allerersten Mal im Keller war und mein Vater die Lichter ausgemacht hat und mir gesagt hat, Sammy, du musst schnell hinterherkommen, sonst kommen, weiß nicht, die Monster raus. Und ich habe das geglaubt, und das war meine erste Angst. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit. Deswegen, ich brauche immer Licht. Erster Tweet. Tweet, Tweet. Mein allererster Tweet, das ist Spinne! Jetzt ist sie tot. Nee, Spaß, Leute, ich habe sie gerade weggepustet. Irgendwohin. Mein allererster Tweet war unter dem Namen Herr Tutorial. Ich habe ja mittlerweile meinen Namen auf Twitter zu Sammy Slimani geändert, so wie ich heiße. Nein, ich heiße nicht Salami für all die Dinger, aber wenn ich Salami heißen würde, wäre es geil, weil ich Wurf mag. Aber mein erster Tweet war, bin jetzt auch ein Twitterer, folgt mir, Smiley, Sammy, Smiley, Smiley Overdose. Erstes Video? Mein allererstes Video war, oh mein Gott, das allererste Video, was ich auf YouTube habe, ist irgendwann im November 2008 entstanden, und ich glaube, ihr wollt jetzt wahrscheinlich den Clip sehen. Das ist auf einem Kanal, den ich jetzt nicht nennen werde, aber einige von euch kennen den. Und es war ein Gesangsvideo. Ich habe Gotta Find You von Cap Rock gesungen. Das war mein allererstes Video. Es war ein Gesangsvideo. Und ich habe irgendwie nur Videos auf Englisch gedreht und rumgesungen, weil ich gedacht habe, ich könnte singen. Aber ja. Erstes Auto. Mein allererstes Auto ist gewesen ein VW. Lupo. Es war einer dieser ganz kleinen Dreitürer, und es war mein allererstes Auto. Ich habe nämlich nach meiner ersten großen Anschaffung, was mein MacBook war für meine Videos, ein Auto für, ich weiß gar nicht, es hat irgendwie 1300 Euro gekostet. Das war mein erstes Auto, und ja, es wurde mittlerweile verschrottet. Hey, es gab eine Prämie. Erstes Alkoholgetränk. Mein allererstes Alkoholgetränk war ich bin gleich irgendwie voll hart rangegangen mit Wodka, und ich weiß gar nicht, wie viel ich davon getrunken habe, pur. Und mir ging es so scheiße, deswegen habe ich mir geschworen, nie wieder Alkohol zu trinken. Ja, Wodka. Wodka! Erste Freundin. Meine erste Freundin, funny story, mittlerweile Ex-Freundin, ist schon einmal in einem meiner Videos gewesen. In einem Video, was ich privat gestellt habe. Das nannte sich das perfekte Dinner. Und viele haben mir da was geschrieben. Sammy, wieso bist du nicht mit ihr zusammen? Und wir haben einfach nur gedacht, oh danke, dass es euch auffällt. Es war eine reguläre Beziehung. Es war jetzt nichts übertrieben Besonderes. Wir hatten komische Momente. Ich bin sogar damals, sie
kam also aus Nordrhein-Westfalen. Und ich bin wirklich für 20 Minuten, um sie 20 Minuten zu sehen, 450 Kilometer gefahren. Ist das nicht Liebe? War das noch regulär? Ich glaube nicht. Ihr versteht nicht, was es bedeutet, so viel zu fahren und dann... So, das war's auch schon mit meinen ersten Malen. Das sind so meine ersten Male. Nennt mir mal eure Geschichten von euren ersten Malen. Wie war euer erster Kuss? Ich weiß, da draußen gibt es echt komische Geschichten von eurem ersten Kuss und wann ihr den gekriegt habt und was eure ersten Ängste gewesen sind, euer erstes Wort als Baby oder Kind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt mich besser kennenlernen können. Das war ein sehr angefragtes Video von euch. Wenn ihr weitere Anfragen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ich mehr Tag-Videos machen soll und euch von meinen weiteren ersten Malen erzählen soll. Oder so. Dann mache ich auf jeden Fall mehr Tag-Videos und vergesst nicht, mir auf Twitter, Facebook und Instagram zu folgen, den Kanal für weitere Videos zu abonnieren. Und das waren meine ersten Male und alles, was ich hier dafür zu erzählen wollte. Und ich hoffe, ihr habt mich jetzt besser kennengelernt. Bis dann, tschüss!